Lokali Crew oder hi, falls du neu auf meinem Kanal bist. Ich bin Cassie und ich zeige euch gleich ein paar richtig nice Prank-Ideen für den 1. April, denn bald ist es wieder schon soweit. Und wir wollen ja alle unsere Liebsten auch ein bisschen necken und reinlegen, zusammen was zu lachen haben. Und deswegen wünsche ich euch und mir jetzt ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren neuen Video und los geht's! Wir starten hier direkt mal mit einem richtig lustigen Prank, den ihr quasi jeder Person spielen könnt, die ein Handy hat. Ihr müsst also einen Moment abpassen, wo sie kurz aus dem Raum geht, um aufs Klo zu gehen oder was auch immer zu tun und das Handy kurz unbeaufsichtigt liegen lässt. Ihr braucht so circa eine Minute und dann ist der Prank ready. Dafür geht man in die Einstellungen des Handys rein und dann unter Allgemein gibt es die Einstellung für die Tastatur und darunter gibt es den Punkt Textersetzung. Da ist dann zum Beispiel sowas abgespeichert wie MFG, wird ausgeschrieben zu mit freundlichen Grüßen, aber man kann natürlich auch seine eigenen Shortcuts erstellen. Also gebt dort irgendeinen lustigen Text ein. Ich habe zum Beispiel geschrieben, kann nicht, ich habe heute üblen Mundgeruch. Und das wird immer erscheinen, sobald die Person okay eintippt. Und ab hier heißt es wirklich nur noch zurücklehnen und abwarten, bis die Person genau dieses Wort schreibt. Also nehmt auf jeden Fall okay oder ja, nein, irgendetwas, was man safe am Tag noch schreiben wird, sei es im WhatsApp, auf Social Media oder in der Textnachricht. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Das war die Anleitung für iPhones, also mit iOS geht es wirklich mega schnell. Aber ich habe auch eine Anleitung für Google Phones gefunden, verlinke ich euch mal in der Infobox. Boah, dieser Prank ist auch so lustig. Dafür braucht ihr einen Pappbecher und Papier, am besten irgendetwas Buntes, eine knallige Farbe, sodass es auf jeden Fall auffällt. Und daraus schneiden wir jetzt ein Stück aus, das so groß ist, dass man es vorne auf den Pappbecher gut drauflegen kann und dann unten drunter aber noch ein Stückchen Platz ist. Auf den Zettel schreibt ihr erstmal Achtung, Achtung, damit man weiß, okay, hier ist irgendwas Gefährliches und dann so ein Text wie oh mein Gott, ich habe eine Spinne gefangen, aber die war so groß und aggressiv, ich habe mich nicht getraut, die rauszubringen, bitte mach du das, aber PS, sei vorsichtig, die kann auch springen. Und dann nehmt ihr euch eine Schere und piekst von innen in den Pappbecher ein Loch rein und pult es mit den Fingern so auf, sodass man meinen könnte, dass die Spinne sich halt von innen durch den Becher durchgefressen hat, um zu fliehen. Dann den Zettel auf den Pappbecher kleben und den irgendwo platzieren, wo euer Prankopfer auf jeden Fall vorbeikommen wird. Also wenn dann an seinem Arbeitsplatz oder vielleicht irgendwo so ein bisschen unauffälliger in der Küche. Und dann habe ich noch mit meinen Fingern ein bisschen weiter rumgepult, sodass so ein paar Papierstücke auch noch außen draußen liegen, also auf dem Tisch davor. Ich fand, dann sah es irgendwie noch ein bisschen realistischer aus. Ich glaube, sehr viele Menschen finden Spinnen ja irgendwie eklig oder gruselig, deswegen wird es mit so vielen Leuten richtig gut funktionieren. Aber bitte denkt auch dran, wenn ihr jemand habt, der eine Spinnenphobie hat und wirklich Panik bekommt, diese Leute würden diesen Prank nicht lustig finden und ich finde, am Ende muss es witzig für alle sein. Zumindest im Nachhinein, wenn man dann gecheckt hat, dass es nur ein Witz war. Also spielt nicht mit der Angst von anderen Leuten und habt es einfach im Hinterkopf, wenn ihr das bei jemandem macht. Und bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem nächsten Prank, kommen wir noch kurz zur Videofrage, die heute von Alexa kommt. Sie wollte mit dem Hashtag AskKaliCassie wissen, trägst du lieber Silber, Gold oder Rosé-Schmuck? Also ich muss zugeben, Rosé habe ich noch nie so krass gefeiert. Dafür Tammy, sie liebt Rosé-Farben über alles. Und sie wünscht sich auch die ganze Zeit, dass wir im Shop Rosé-Gold anbieten. Aber ich glaube, das finden nur ganz wenige Leute mega cool. Die meisten tendieren einfach zu Gold und Silber. So wie ich. Ich hatte übelst lang nur Silber an, wirklich jahrelang. Aber ich glaube, so seit einem Jahr trage ich auch Goldschmuck. Und momentan sogar gemixt. Also ich habe Silber und Gold an. Das war früher für mich irgendwie so ein No-Go, weil ich dachte, man muss sich für eins entscheiden, ja. Aber ich finde es voll schön gerade. Und deswegen gibt es auch unsere mega süße Kaktuskette hier im Shop in Edelstahl oder eben in Gold. Ich wechsle die immer ab. Und momentan gibt es übrigens auch gerade noch den ersten Rabattcode ever. Mit Ostern10 bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung, außer auf Bücher. Da gibt es eine Buchpreisbindung drauf, wie zum Beispiel auf Happy Me. Aber ansonsten auf alles andere im Shop. Also falls ihr denkt, oh, die finde ich auch ganz cute, dann ist jetzt ein ganz guter Moment, euch die zu holen, weil 10% gab es noch nie. Und wir hatten auch übrigens einen richtig großen Restock, zum Beispiel vom DIY Club Hoodie, vom Black Edition T-Shirt und Sweater. Und es gibt jetzt auch ganz neue 2-Tagesplaner-Sets. Und zwar einmal zur ersten Schreibunterlage, Stay Organized. Und für die Black Edition. Wie immer ist der Shop in der Infobox verlinkt. Und weiter geht's jetzt hier mit dem nächsten Prank. In einem meiner letzten April-Scherze-Videos hatte ich euch mal einen Prank gezeigt, wie man den TV so aussehen lassen kann, als wäre er kaputt. Das geht natürlich aber auch bei dem Handy oder dem iPad. Und zwar geht ihr dafür einfach in Google und gebt ein Broken iPad oder Phone Screen Prank Picture. Und dann kommen ganz viele Bilder, die ihr benutzen könnt für diesen Prank. Schaut einfach, welches ihr am schönsten bzw. am realistischsten findet. Und dann habe ich meins in meinen Fotos gesichert. Anschließend die Foto-App geöffnet und da eben auf das Bild geklickt und dann nochmal auf den Bildschirm und dann verschwindet alles andere. Und so hat man dann das Bild offen liegen. Und es sieht einfach so krass echt aus, wirklich. Aber noch besser wird's, wenn ihr euer Prank-Opfer damit reinlegt, indem ihr etwas Schweres auf den Boden wirft, sodass man einen Knall bekommt. Sorry! Was ist? Ich hab's einfach kaputt gemacht. Das sieht doch voll gut aus, oder? Und du bist so ein schlechter Schauspieler. Glaubst du, du wärst drauf reingefallen, wenn du es nicht gewusst hättest? Ja, safe, sieht mega gut aus. Oder? Ja. Finde ich auch. Daumen hoch.
Das hier ist auf jeden Fall der fieseste Prank von allen. Aber wenn ihr Bock drauf habt und ein bisschen was basteln wollt, dann müsst ihr es unbedingt ausprobieren. Dafür nehmen wir uns ein festeres weißes Stück Papier und malen darauf eine Klopapierrolle ab, inklusive dem Loch in der Mitte. Und das machen wir jetzt zweimal. Wenn ihr einen Zirkel zu Hause habt, dann nehmt auf jeden Fall den und messt einfach das innere Loch und eben die äußere Größe ab, damit ihr die Kreise perfekt rund machen könnt und nicht so ein bisschen wobbly wie bei mir. Es geht auf jeden Fall auch so, aber mit Zirkel wäre es einfach einfacher. Und dann schneidet ihr das Loch in der Mitte aus. Als nächstes brauchen wir eine leere Klopapierrolle und fügen die dann mit den zwei anderen weißen Papierscheiben zusammen. Und zwar so, dass die Rolle direkt auf dem Loch klebt. So sollte unser Zwischenergebnis aussehen. Also ihr merkt, das wird auf jeden Fall eine Fake-Klopapierrolle. Und dann brauchen wir wieder ein Stück weißes Papier, das genauso breit ist wie eine Rolle. Habe ich mir einfach abgemessen, ausgeschnitten und dann zwischen diese zwei Scheiben so zusammen reingeklebt. Das ist zwar ein bisschen Bastelarbeit, aber das Endergebnis ist es auf jeden Fall wert. Und als nächstes brauchen wir dann nochmal ein Stück weißes Papier, was aber ein bisschen schmaler ist, sodass es in diese Rolle hier reinpasst, die noch eine kleine Öffnung hat. Bevor wir es aber da reinschieben, müssen wir das Papier noch beschriften. Allerdings nicht ganz rechts am Rand, sondern eher in der Mitte mit April, April oder Haha reingelegt oder was auch immer ihr eurem Prank-Opfer an dieser Stelle mitteilen möchtet. Und damit kommen wir schon zum letzten Schritt, und zwar dem Verkleiden. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass es aussieht, als wäre es eine richtige Klopapierrolle. Und deswegen beklebt die rechte Seite des Papiers mit etwas, ja, Klopapier. Und dann habe ich das nochmal ein bisschen aufgerollt, damit es nicht so ganz gerade ist und halt viel besser und natürlicher in die Rolle reinslidet. Das Papier nimmt ja sofort auch die Form an. Ihr müsst auf jeden Fall so ein bisschen festeres Papier dafür nehmen. Dann schiebt das dir rein, um die Klopapierrolle innen drin drumherum. Das hält auch perfekt. Und dann einfach mit Kleber und weiterem Klopapier unser DIY so weit präparieren, dass dann eben komplett, ja, mit Klopapier umhüllt ist und aussieht, als wäre es eine ganz normale Rolle. Und ja, natürlich kann man so ein bisschen sehen, aber wer achtet auf das Klopapier? Niemand, wenn er aufs Klo geht, oder? Also ich finde, es sieht so gut aus. Oh Gott, oh Gott. Und auch hier heißt es einfach wieder noch abwarten, bis jemand aufs Klo geht und dann Klopapier möchte und oh, keins bekommt. Haha. Ein Spaß für die ganze Familie. Genau. Mit diesem Prank hier wurde ich selber mal reingelegt und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen, damit auch ihr eure Freunde verarschen könnt. Und dafür braucht ihr eine Donutverpackung. Also nicht mal eine Donut selber, wirklich nur die Papierverpackung. Okay, das war ein Fail. Die hatten einfach weder vegane Donuts da heute, noch diese Verpackung von den Donuts. Deswegen müssen wir jetzt einen Plan B überlegen. Aber es geht ja auch mit Burger. Burger geht auch an. Tada, da ist das Ding. Ich glaube, Raffi hat wirklich einen Traumjob bei mir gefunden, in dem er einfach Burger essen muss, damit ich mein Video drehen kann. Vielen Dank für deine Unterstützung, Schatz. Aber auch für euch ist es ja ein richtig guter Prank, denn ihr könnt jetzt ganz in Ruhe den Burger oder den Donut leer essen. Und dann nehmen wir uns die Verpackung und schreiben innen in den Deckel April, April, nur verarscht, hahaha, irgendetwas, um unser Prank-Opfer auszulachen. Und dann füllen wir das Ganze mit gesunden Leckereien. Oh, honey, no more friendship. Wer ist die beste Freundin, die du jemals hattest? Lass sie schmecken. Alle von euch, die jetzt bis hierhin geschaut haben, sollten unbedingt abonnieren drücken. Denn auf meinem Kanal gibt es jede Woche Samstag 10 Uhr ein richtig cooles Video, was passend immer zum Jahr ausgerichtet ist. Und deswegen muss ich einmal kurz sagen, finde ich es so nice, dass ich mittlerweile ein richtiges Repertoire an Videos zu jedem Format aufgebaut habe, weil einfach jedes Jahr die gleichen coolen Sachen kommen. Wie zum Beispiel letzte Woche Ostergeschenke oder eben Aprilscherze. In der Infobox verlinke ich euch 5 weitere von diesen Videos hier eben aus den letzten Jahren. Da gibt es noch so viele coole andere Ideen, was ihr an Pranks machen könnt. Also klickt gerne auf eins von diesen beiden hier drauf und abonnieren natürlich nicht vergessen, damit wir uns nächsten Samstag 10 Uhr wiedersehen und vor allem ihr zur Kali Crew mit dazugehört. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche 10 Uhr wieder und bis dahin, macht's gut, Leute!